So, willkommen zu dem zweiten Part von meinem zweiten Projekt, nämlich Black and White 2. Hier kommen aber viele Zweien vor. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Ja, ich will. Klicke nochmal, um zu bestätigen! Schnauze, redet mir nicht dauernd. Halt mir nicht dauernd ins Wort. Jetzt kommt nämlich erstmal eine Cutscene, also bis gleich. Der Ladebildschirm ist schön. Ihr werdet ihr eh nicht so oft sehen, also lasse ich den mal drin. Das ist übrigens schon die dritte Aufnahme, weil Audacity die mir zweimal abgekackt ist. Ha, damit haben sie nicht gerechnet! Das hat gesessen! Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans! Bitte erhöre uns! Hilfe! Hört nur! Hört ihr das? Beten. Das sind Gebete! Erhöre unsere Gebete! Etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. O Allmächtiger! Erhöre uns in der Stunde der Not! Unsere Armeen sind besiegt! Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Unsere Stadt wird belagert! Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet! Wir werden alle sterben! Yay, wir müssen Bürger retten. Die Azteken haben die Mauer ein. Was deinen Dorfbewohner, Boss? Ja, ihr habt ihn am richtigen Ort abgesetzt. Die brennenden Häuser schneiden unseren Volksleuten den Weg ab. Setzt sie in den Portal ab. Na ja. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. Überleben. Was ist hier los? Was ist das für ein Krallen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual abzuhalten. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Was treiben diese verrückten Azteken da? Fässer, die den Hügel hinunterrollen können. Aber die können. Dann überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken! Meister, wir könnten diese Heuballen in Brand setzen. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an! Oh nein! Noch ein Vulkan! Wir können niemanden mehr retten! Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten.
Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit. Auf zu den Wikingern! Ja, und nach so viel Action dann direkt den nächsten Ladescreen. Wie man gesehen hat, haben wir nun einen Feind und den gilt es zu besiegen, nämlich die Azteken und ihren hässlichen Affen. Seht, diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar! Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. Tja, wollen wir doch klar. Die Dorfbewohner brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Fertig. Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Setzt den Dorfbewohner jetzt auf dem Feld ab. Die paar Bauern reichen völlig für dieses Winzfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Bekehrter Förster. Ach, ich soll noch mehr Bäume aufreißen, okay. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Bekehrter Förster. So, dann wollen wir uns mal um die Grundmaterialien kümmern. Bekehrter Brüter. Noch ein paar Brüter, damit wir auch... Bekehrter Brüter. Mehr Menschen bekommen. Bekehrter Brüter. Na hoch, der ging daneben. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. So, und weiter geht's. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an. Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Jo. Ach ja, dann machen wir weiter.
Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Euer Volk braucht Häuser. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben. Ja, das brauchen wir. Aber zuerst will ich hier mal eine Straße bauen. Das ist der Bauplatz für die Gebäude gleich ganz schnell weg. Setz die Hütte jetzt mit einem Klick ab. Sehr gut. Weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. Ihr könnt auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Bewegt eure Hand über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Seht ihr den Holzstapel? Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. Jupp, und wir bekehren uns. Bekehrter Baumeister. Baumeister hier. Na. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. So, dann baut mal die Hütten auf hier. 6 Fundamente habe ich. Oder muss ich jetzt noch 6 platzieren? Das wäre doof. Okay. Dann weiter so. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Ja, ja. Ein paar Fundamente. Das Haus ist fertig. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen? So. 12 Fundamente insgesamt, okay. Ich kann übrigens auch ein bisschen helfen, indem ich das direkt selbst baue. Nein, kann ich noch nicht. Erst wenn die mir sagen, dass ich das kann. Dann will ich zumindest bei der Materialbeschaffung helfen. So. Hier wuselt ja schon einiges. Das Feld. 4 von 7 Arbeitern, gut, gut, gut. Dann hier in der Mine. Komm, ihr macht mal jetzt hier noch mit auf Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Jetzt baut man ein bisschen schneller hier, ist ja nicht zum Aushalten. Ich helfe euch ja schon bei euren Arbeiten. Hier noch ein bisschen Erz. Die Klumpen können wir schon mal ins Lagerhaus bringen. Ihr könnt auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Na, endlich. Das ist Gottes Werk. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet die Hand über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Gottes Werk ist äußerst nützlich, kostet euch aber einige Rohstoffe. Ja, darf ich dann jetzt endlich? Die 3 Bäume kommt's nicht an. So, hier. Ich meine, seht euch die Gegend an, hier sind noch Bäume. Und das letzte, das schafft ihr alleine, da glaube ich an euch. Meine Kreatur pennt noch, so ein faules Stück. Nur mal gucken, was denn sonst noch so auf der Insel ist. Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Oh ja. Hier ist das Dorfzentrum, hier sind die Hütten. Diese Kerle gefallen mir nicht. Gut, ihr habt vorerst genug Häuser gebaut. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter?
Was soll ich noch für jünger machen? Habe ich schon alles. Was fehlt denn hier noch? Mehr Fortpflanzung lässt sich einrichten. Sonst noch ein paar Unbeschäftigte. Wer von euch ist denn noch kein Jünger? Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Nun, da wir einige Brüter haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Bekehrter Brüter. Ja. Die ist schon egal. Brüter. Bekehrter Brüter. Kann ich gleich nochmal ein paar Häuschen bauen. Erstmal auf den Weg. Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahren wollt. Ach, über die will ich gar nichts wissen. Aber okay. Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Seht ihr die Flagge am unteren linken Bildschirmrand? Ein Klick mit der Aktionstaste genügt, um... Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut, schließt sie jetzt mit einem weiteren Klick. Oh, das wird schwer. Öffnet sie nun wieder. Ich bin nicht der Bimbo. Hallo? Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt. Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. F4. Und jetzt? Was ist der coolste Teil des Menüs? Der Tribut ist sozusagen eine Währung. Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Im Moment haben wir Tribut in Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Yay. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache, eine wirklich gute Sache. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Hier sind Gebäudemenü, kann ich doch auch hier. Aber zuvor will ich hier die Straßen buschen. Umformer zusammensetzen, irgendwie so. So. Den Tempel. Oh, der ist groß. Setze ich mal hier hin. Zum Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus zwei Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Na gut, dass ich schon wusste, was kommt und ein bisschen Erz besorgt habe. Ach, so hole ich das Holz ja nicht aus dem Lagerhaus. Nee, ich klaue ja nicht. Ich will ja nur den Bau beschleunigen, ja. Ihr habt da das Holz wieder. Ein bisschen Erz. Gut gemacht! Finish! Yay! Tempel! Na. Ich will noch einen Tempel bauen. Die machen die Stadt so beeindruckend. Ja, ein Tempel macht eure Stadt viel beeindruckender. Na, was sag ich? Und jetzt geht so langsam der... Baut ihr eine beeindruckende Stadt, kommen die Menschen von nah und fern. Öffentliche Gebäude sind übrigens sehr beeindruckend. So wird niemand verletzt, wir bekommen mehr Gefolgsleute und eure Macht wächst. Seht, diese Menschen sind beeindruckt. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Sie bringen all ihr Hab und Gut mit. Hurra!
Menschen aller Stämme kommen von nah und fern, um in einer guten Stadt zu wohnen. Klugheit führt zum Sieg. Genau. Und deswegen muss ich jetzt noch ein paar Wohnungen bauen. Und anfangen, dieses Feld hier mal zu bewirtschaften. Hier noch ein Tempel. Na dann, hier den Tempel hin. Ja, das wird sich schon bald aufgebaut haben. Und die Menschen wollen sowieso noch ein paar Wohnungen haben. Können sie kriegen. Wollen wir noch ein paar. Na, komm. Ja, gut. Die Dinger stecke ich woanders hin. Brauche ich nicht. Sind nur im Weg. Kann ich keine Gebäude hinbauen. So. Jetzt passt uns aber noch Gebäude hin. Jawohl. So, wie weit seid ihr? Ah. Ihr seid auf dem besten Weg, hier reinzukommen. 26 Bürger noch. Ja, das... Wie viel seid ihr? Steht das da? Anzahl der Menschen 30. Jawohl, passt. Diese Menschen wollen sich in unserer Stadt niederlassen. Nehmt ihre Wanderungsflagge und legt sie innerhalb eures Einflussbereichs ab. Na, nochmal gucken. Ach, das sind nur 20. Und sie bringen 12.000 Nahrung mit, klar. Oh, danke, danke, Herr, dass du uns in deiner prächtigen Stadt willkommen heißt. Aber immer noch. Ich mag Wikinger. So, und mit dieser goldenen Schriftrolle geht's dann beim nächsten Part weiter. Also, bis dahin. Ciao.